Der hat sich gerade irgendwas bewegt. Der hat sich gerade irgendwas bewegt, Digga. Immer. Oh mein Gott, der hat sich irgendwas bewegt. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Ew, was zum Teufel ist da für... Oh mein Gott. Was zum Teufel ist das auf meinem Chicken McNugget? Was denn, meine Freunde? Hier ist natürlich mal wieder irgendein Simon Desi. Und ihr haltet euch mal direkt fest. Ich habe hier McDonald's und ich habe hier den legendären, den Mikroskop. Das Mikroskop. Ich habe mit diesem Mikroskop letztes Mal den Körper untersucht und ihr habt es mega gefallen. Auch hier habe ich diese komischen... das sind die Pickel. Deswegen dachte ich mir, hey, werde ich mal heute mit diesem Mikroskop McDonald's-Produkte untersuchen und mal gucken, was wir da so finden, denn vielleicht wird das nicht so geil. Also würde ich sagen, gar keine Zeit verlieren und lass mal direkt rauf. Ich habe hier einige Sachen auf jeden Fall am Stissel. Pommes. Schreibt mal direkt in die Kommentare, was bei McDonald's euer Lieblingsessen ist. Also meins ist auf jeden Fall Chicken McNuggets. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe Chicken McNuggets. So Leute, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit mehr in diesem Video, aber falls du neu bist und noch nicht abonniert hast, abonniere jetzt mit einem Klick auf den Abonnier-Button und einem Klick auf die Glocke und somit wirst du ein Teil der Young Movement Gang, der YMG mit schon 3,95 Millionen Abonnenten, denn hier auf diesem Kanal findet ihr jeden Tag um 15 Uhr ein neues Video. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt einfach mit einem Pommes an. Wollen wir mal gucken, wie ein Pommesfritz ein bisschen laberig und kalt in tausendfacher Vergrößerung. Ew. Oh mein Gott. In tausendfacher Vergrößerung. Warum ist das so. Ew, okay. Sieht jetzt nicht so ganz appetitlich aus, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott. Warum ist das nass, Alter? Das ist wahrscheinlich das Fett, oder? Ew. Falls ihr eine Idee habt, was ich sonst noch mit diesem Mikroskop untersuchen kann, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Die coolsten Kommentare kriegen auf jeden Fall einen dicken Daumen hoch. What the hell? Das ist ein McDonald's. Ew. Was? Das sieht aus, was ist da für, what the hell, warum ist das da schwarz? Oder, Leute, ich kotze gleich, glaube ich. Was zum Teufel, what the hell, was zum Teufel ist das hier? Ew, da ist irgendwas, so kann man nicht sehen, dass es schwarz ist, aber auf nahen, hier ist so eine schwarze Blase, nicht, dass da ein Tier drin ist oder so. Ach du heilige Scheiße, ew. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt weg von den Pommes. Das war auf jeden Fall richtig eklig, so ganz schwarze, eklige Sachen. Ich hab Hunger, Digga. Was soll ich machen? Sorry. Wir gehen mal dann direkt zu dem legendären Cheeseburger. Leute, Cheeseburger, das muss man einfach untersuchen, das kennen wir alle. Der ist, wie gesagt, das ist alles leider schon kalt, ich bin so traurig. So, wir öffnen mal den Cheeseburger und wollen jetzt mal gucken, wie der Cheeseburger unter tausendfach Vergrößerung aussieht. Und ich kann jetzt schon sagen, das sieht nicht sehr appetitlich aus. What the hell? Ew. Bah, Digga, sieht aus wie... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. If... What the hell? Ey, was sind das für... Digga, das Ding hat Pickel. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Leute, ich kotze gleich. So jetzt... Was zum Teufel ist das? Bah. Ew, so sieht also ein Cheeseburger unter tausendfach Vergrößerung aus. Jetzt nicht so das Geilste, was ich jetzt gesehen habe. Oh mein Gott. Ew, itzy. Oh, what the hell? Oh mein Gott, was zum... Ew, jetzt, ihr könnt sehen, das ist ganz normaler Cheeseburger. Bah, und da ist... Der hat sich gerade irgendwas bewegt. Der hat sich gerade irgendwas bewegt, Digga. Immer, oh mein Gott, der hat sich irgendwas bewegt. Oh, du hell no. Bah, ist das eklig, Alter. Oh mein Gott. Und der Käse? Der Käse sieht lecker aus. Der Käse sieht wirklich so lecker aus und Ketchup hier auch noch am Start. Und das wollen wir mal gucken, wie das Brot aussieht. Da war gerade ein schwarzer Punkt. Habt ihr den gesehen? Da. Was hat ein schwarzer Punkt? Da. Oh, wo ist er jetzt? Was ist das? Bah. So kann man hier gar nichts sehen. Wenn man so ganz normal raufguckt, du siehst nichts. Du siehst nichts von irgendeinem schwarzen Punkt. Aber mit der Vergrößerung finden wir ab und zu kleine schwarze Punkte. Was jetzt nicht so geil ist, was ein bisschen eklig ist. Ich weiß jetzt nicht, wo der war, aber irgendwie gibt es schwarze Punkte auf dem Cheeseburger. Nice. Deswegen esse ich mal lieber nicht. Geil. Selbstverständlich müssen auch die Chicken McNuggets her. Ihr wisst, das sind meine... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr seid zu Hause und habt Hunger. Guckt euch an, wie schön das ist. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, die sind zwar kalt, aber die sind noch schön. Sorry, da muss ich mir erstmal einen gönnen, um dann danach zu gucken, wie das aussieht. Ich beiß erstmal rein und dann gucke ich, wie das aussieht. Mmh.
Oh mein Gott, ist das geil. Oh mein Gott, ist das geil. So, lass mir direkt gucken, was da drauf ist. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Ew, was zum Teufel ist da für ein schwarzes Ding drauf? What the hell? Der sieht aus wie der Pommes. Warte, was ist das für ein schwarzes Ding da gewesen gerade? Oh mein Gott, warte, ich muss irgendwie so bewegen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich es bewegen muss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zum Teufel ist das auf meinem Chicken McNugget? Leute, wollt ihr mich verarschen gerade? Was ist das, Digga? Er sieht so ganz normal aus auf jeden Fall. Bäh. Auf jeden Fall checken wir noch. Digga, so richtig. Ich muss was kotzen. Und sowas esse ich jedes Mal. Oh mein Gott. Okay, jetzt gucken wir mal das Fleisch an. Hoffentlich sagt mir, dass es da wenigstens. Das sieht aus wie. Das sieht aus wie Plastik, oder? Die kleine Plastik. Ew. Also ich weiß es nicht, wie Fleisch aussieht auf Naan, aber ich glaube nicht so. Das sieht mir einmal aus wie Plastik. Ups. Wir haben selbstverständlicherweise auch noch einen Chicken Burger am Start hier. Den Chicken Burger müssen wir auch direkt mal anschauen. Oh, der sieht richtig nicht gut verpackt aus. In Werbung sehen die Burger immer richtig geil aus und das ist Real Life. So habe ich den bekommen. Was macht ihr da, McDonald's hier? Was ist eure Mission? Okay, naja. So, ich mache mal das Brot ab. Wollen wir einmal kurz hier das Brot von innen angucken. Hier Chicken Burger. Das ist hier ein Chicken Burger, nicht vergessen. Jo. So, das ist jetzt das Chicken obendrauf. Digga, jedes von diesen Fleischstücken hat irgendwas Schwarzes drin, was ein bisschen. Oh mein Gott. Aber sie. Oh, was ist das für schwarze Dinger im Fleisch? Ob das so gesund ist, weiß ich nicht. Ich werde das mal aufmachen ganz kurz. Und mal das Fleisch von drin angucken. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Nie im Leben, Alter. Bah! Was ist das für ein. Warum ist das hier hell? Warum? Hier ist das hell, so wie bei Chicken McNuggets, aber wenn ich hier runter gehe, ist da ein bisschen. Warum ist das braun? Oh mein Gott, Alter! Ob das so gesund ist? Ob das so gesund ist, mag ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall, ich liebe trotzdem McDonald's. McDonald's, bitte gib mir lebenslang freies Essen. Ja, Leute, willkommen beim. Oh mein Gott, Chicken Burger Test. So sieht ein Chicken Burger aus, unter tausendfacher Vergrößerung. Das hat verschiedene. Uff. Bah, okay, das ist eklig, Ja, Chicken Burger bin ich jetzt nicht so mäßig der Fan von auf einmal mehr. Ich liebe eigentlich Chicken Burger, aber jetzt nicht mehr so geil. Deswegen haben wir als Finale auch noch einen Big Mac. Leute, ihr fragt euch wahrscheinlich so, oh mein Gott, wie viel frisst der Typ? Sorry. Ich mag Fastfood. So, wir haben hier den Big Mac. Digga, das Ding ist halt, man sieht das Video jetzt, ne? Und denkt sich so, eklig. Und dann ist man zu Hause und hat Hunger und denkt sich so, oh, trotzdem geil, ne? Das ist das Lustige. Obwohl wir das hier sehen, alles denken wir dann trotzdem so, oh, nice. Ich will mal eigentlich mal schon reinbeißen, ne? Weil, ohne Spaß, mir läuft gerade echt die Spucke im Mund zusammen. Weil es halt irgendwie doch geil aussieht. Also, jetzt so, ohne jetzt rauszugucken. Bruder, hör mir doch auf mit diesen schwarzen Punkten auf diesem Fleisch, Alter. Ich hoffe, das ist einfach nur verbrannt sein. Digga, sieht aus wie eine. Boah, sieht aus wie eine Warze. Eine richtige Warze da drauf. Leute, leck mir mal. Oh mein Gott, Alter. No way, Bruder. Hör mir einer auf. Ich kann nicht mehr, Digga. So, Leute, das ist euer Big Mac. In tausendfache Vergrößerung. Oh mein Gott, Alter. Sieht aus wie so richtige. Oh mein Gott. Bah, Leute, das ist der Big Mac, den ihr alle isst. Und ich natürlich auch. Mich inbegriffen. Ich guck mal das Salatblatt an, wie das aussieht. Das sieht eigentlich ganz okay aus, ne? Ja, Salatblatt sieht supi aus. Check mir nochmal den Käse hier. Bah, was ist denn das jetzt hier? Ew, das ist der Big Mac Käse. Nice. Leute, ich weiß nicht, was ich noch großartig hier zeigen soll, denn ich habe jetzt trotzdem noch Bock, das zu essen. Deswegen würde ich sagen, Leute, das war's mit dem Video. Haut rein, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer XMSU, jeden Tag 15 Uhr. Haut rein, Leute. Peace. Hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ihr mehr von Experimenten haben wollt, wo ich Sachen tausendfach vergrößere. 10.000 Daumen hoch? 20? 30? Millionen Daumen hoch? 1 Million Daumen hoch. Nee, das ist zu viel. You a skater boy, du sendst mir later boy, ne bist no one less for help. Never the skater boy, just send me a later boy, this is over safe so sad.
Danke.